Also es hat früher hat es tatsächlich wesentlich mehr ging es um die Produktion. Heute sind wir in einem unheimlichen Ausmaß mit Bürokratie beschäftigt in unseren Büros. Worum geht es da genau? Es geht um Dokumentation und um doppelte Dokumentation. Und dann kommt die nächste Behörde und möchte die Dokumentation auch noch mal haben. Es sind Dokumentationen über den Einsatz von Düngemitteln. Es sind Dokumentationen über den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Es ist bei uns im Obstbaubereich die Dokumentation der Arbeitszeiten, der Saisonarbeitskräfte. Also die Zeit, die man im Büro verbringt, ist doch enorm gestiegen. Und ist das personell von den Kapazitäten darstellbar oder muss man dann einfach zusätzliche Ausgaben tätigen und Leute darüber hinaus einstellen, damit das... Man gibt auch viel an Büros ab und was natürlich auch wieder zu hohen Kosten führt, aber das sind eben immer unproduktive Kosten. Es kommt kein Wert wieder zurück. Es sind einfach nur Kosten, die irgendwo anders gedeckt werden müssen und keinen Ertrag bringen. Das ist Also das heißt, sehr deprimierend. Selbstverwaltung ist ein kapazitätsbindendes Thema. Unvorstellbar, ja. Und ist das eher EU-Recht bedingt oder ist das was, was wir uns in Deutschland Ich glaube, ausgibt? Also haben da andere Länder quasi die gleichen Probleme? ich glaube, dass die anderen, ich kann es nicht beurteilen, weil mir da keine Informationen vorliegen, aber es sind sehr viele EU-Gesetze, die wir da befolgen müssen. Aber es sind auch Statistiken und Statistisches Landesamt, die Fragebögen werden jedes Jahr größer und länger und im Grunde genommen bringen sie uns überhaupt nicht weiter. Und da muss man dann ja irgendwann fragen, wofür machen wir das denn eigentlich? Wie können das denn so ganz kleine Betriebe oder ich sag mal Betriebe, die jetzt von besonders alten Landwirten geleitet werden, wie können die das denn überhaupt darstellen? Und die geben auf. Also insbesondere ältere Betriebe, die dann noch, was weiß ich, vielleicht noch bis zur Rente 2, 3 Jahre nachhaben. Ja, da wird das dann versucht, noch so über die Jahre hinweg zu ziehen, aber die geben auf. Das bedeutet, haben wir jetzt schon eine Situation, in der wir ein landwirtschaftliches Betriebssterben sehen, oder ist das ein Problem der Zukunft, falls sich nichts Das ist ändert? Das ist ein Problem der Zukunft auf jeden Fall, aber es läuft ja seit Jahren so, dass wir immer weniger Betriebe haben und die Fläche wird von immer größeren Betrieben aufgefangen. Ob das immer so bleibt, bin ich äußerst skeptisch. Vielleicht kriegen wir da ja dann nachher die ganzen Photovoltaik-Freiflächen, die dann da bedient werden. Aber ich sag mal langfristig, wenn sich da nichts ändert, werden wir keine vernünftige Produktion mehr hier haben.